Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr den Anti-Rock-Jailbreak auf der Firmware 5.1.1 auf eurem iPod Touch 3G, 4G, eurem iPhone 3GS, 4, 4S, iPad 2 und dem iPad 3 ausführen könnt. Dazu geht ihr zunächst auf diese Webseite hier, der Link steht aber unten in der Videobeschreibung, greenpoison.com. Dann findet ihr hier AppSign für Windows, Mac und Linux. Das geht alles das gleiche, ich mache es jetzt hier an Windows. Das ladet ihr euch einfach runter. Dann habt ihr hier diese Datei. Ihr braucht WinRAR oder WinZip, um das Ganze zu entpacken. Einfach Rechtsklick jetzt drauf drücken und dann auf hier entpacken drücken. So, dann habt ihr hier diese zwei Dateien. Hier mal eine Textdatei, die ist eigentlich eher unwichtig. Wir klicken einfach hier drauf. So, dann läuft hier was durch. Das dauert einen Moment, bis das durchgelaufen ist. So, wenn das fertig durchgelaufen ist, haben wir hier einen neuen Ordner. Da drücken wir drauf. Und dann befindet sich hier AppSign drin. Da drücken wir drauf. Natürlich muss das Ganze auch als Administrator ausgeführt werden. So, und dann ist hier auch das eigentliche Programm jetzt schon. So, jetzt müssen wir unser USB-Kabel nehmen und das Ganze mit dem iDevice verbinden, was natürlich gejailbreakt werden muss. So, wie ihr seht, habe ich mein iPad jetzt angeschlossen. Das seht ihr hier, iPad 2. Hier seht ihr auch noch, dass das Ganze funktioniert. Wenn hier steht Failed, habt ihr wahrscheinlich die Tastensperre drin. Die müsst ihr rausmachen, sonst funktioniert das Ganze nicht. So, unten rechts seht ihr jetzt im Video mein iPad, damit das Ganze sieht, wie das Ganze auf dem iPad dann aussieht. Und jetzt müssen wir einfach nur auf Jailbreak drücken. So, jetzt laufen hier die ganzen Prozesse durch. Das dauert einen Moment. Ich werde das Ganze nicht überspringen, damit ihr mal den Echtzeitvergleich habt, wie lange das bei euch dauern könnte. Kommt auch immer wieder drauf an auf den PC. Ja, für viele wissen noch nicht, was genau ein Jailbreak ist. Ein Jailbreak ist halt dazu da, um halt die Sperre von Apple zu umgehen. Das heißt, ja, also wie zum Beispiel ein Custom-Logo einstellen, also dieser Apfel kann man dann wegmachen am Anfang des Starten des iPhones oder des iPads. Dann kann man zum Beispiel oben, wenn man oben links über diese Statusbar mit dem Finger drüber wischt, kann man zum Beispiel ein Programm namens SP Settings installieren. Damit kann man halt ja, Bluetooth aus anschalten, den Prozess löschen und viele weitere Sachen. Und ja, warten wir einfach, bis das hier durchläuft. So, auf dem iPad sehen wir jetzt eine Wiederherstellung. Das sehen wir hier, wie die Herstellung läuft. Und ja, auf dem PC tut sich halt nicht viel. Bestehen halt immer noch die Sending, diese Jailbreak-Daten. Das dauert ein bisschen länger. So, jetzt wird das Ganze rebootet, wie ihr seht. Auf dem PC steht rebooten. Mein iPad ist jetzt schwarz geworden. Jetzt kommt wieder das Apple-Logo. So, wie ihr jetzt seht, müssen wir noch warten, bis das Ganze ja, fährt, hochfährt. Wie ihr eben gesehen habt, ist ein Ladebalken gekommen. So, wie ihr seht, ich kann jetzt das Ganze wieder entsperren. Das mache ich jetzt einmal kurz. Entschuldigung, dass gerade mein iPhone gepiept hat. Ja. So, jetzt müsste das Ganze eigentlich schon fertig sein. Wir warten einfach noch, bis der Prozess fertig ist. Ich kann noch nicht wischen. Wie ihr seht, ist noch nicht fertig. Machen wir es einfach mal wieder neu. Upsala. So. Und da, wie ihr seht, Cydia ist fertig. Der Computer ist auch fertig. Wir können das Ganze öffnen jetzt. Und ja, dann steht hier Dateisystem vorbereiten und der ganze Jailbreak wurde erfolgreich ausgeführt. Ja, ich hoffe, bei euch funktioniert das genauso gut. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Abonnieren, kommentieren, Downs up und ich bin jetzt hier raus. Ciao, Leute!